Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und ja, dem Let's Play The Crew. Ja, nach den letzten zwei Folgen, wo wir ein bisschen PvP-Action hatten, bisschen unsere neuen getunten Autos getestet haben, ja, heißt es heute mal wieder Shopping. Shopping-Tour ist hier am Start und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe mal wieder drei Autos ausgesucht. Ihr habt zwei gepostet. Ihr könnt mir auch gerne wieder unten in den Kommentaren reinschreiben, welche Autos ich mir denn noch holen soll. Ich habe mir nämlich jetzt rausgeschrieben den Ford F-150 Raptor und den Maserati Gran Turismo S. Und dann gibt es noch ein Special-Auto von mir dazu. Und anstatt natürlich immer zu den einzelnen Autohändlern zu springen und den zu joinen, ist natürlich klüger, dass ich über das HQ und dann über die Sammlung reingehe und mir dann dort die Autos kaufe. Ich denke, das ist wirklich eine bessere Variante. Und ich muss jetzt wirklich mal euch fragen, könnt ihr auch mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob euch das wirklich noch so taugt, dass ich mir immer jetzt mal wieder so zwei, drei Autos kaufe und den Rest dann und dann die wieder tune, die wieder level. Und dann wieder ein bisschen PvP-Action, vielleicht ein bisschen Fraktionsmission noch zwischendrin. Also mir macht es weiterhin Spaß, das ist gar kein Ding, aber ihr müsst mir einfach schreiben, wenn ihr sagt, sorry Mr. Easy Racer, aber nee, das taugt mir jetzt irgendwie nicht mehr. Das Projekt ist jetzt so langsam, aber mal sicher ausgelutscht. Und das müsst ihr einfach nur reinschreiben, das ist dann ja gar kein Problem, dass ich das dann aufhöre und was anderes mir suche. Also wie gesagt, das müsst ihr mir einfach reinschreiben, aber ich denke, das läuft schon, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Wir müssen jetzt erstmal unter F, unter Ford. Ne, das ist Chevrolet. Asset, ja doch, das ist ja eigentlich, das ist der falsche. Maserati kommt erst danach. Ja, gibt's den überhaupt? Ich habe den irgendwie... Ah, warte, das muss ich mal ganz kurz hier überreißen. So, hier habe ich den Ford Raptor, aber den geht's nur Straße, Gelände, Performance. Den gibt's nicht in. Den gibt's nicht in Raid? Ich dachte, den gibt's in Raid. Okay, dann gibt's den anscheinend nicht. So, ich muss jetzt aber mal ganz kurz. KL, genau, das sind die ganzen Lamborghinis. Die habe ich ja schon. Gibt es wirklich einen Maserati? Ja, tatsächlich. Den gibt es wirklich. Den habe ich ja komplett übersehen. Ihr seht jetzt auch hier nochmal die ganzen Autos. Ich scroll die jetzt hier einmal komplett durch. Also falls ihr irgendwie noch sagt, ja, das Auto wollen wir sehen, das Auto wollen wir gelevelt haben, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann würde ich sagen, fangen wir doch ganz einfach mal mit dem Ford an, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Hier, den Ford Raptor. Ich dachte, man könnte den auf Rally umtunen, aber kann man gar nicht. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen schade, ne? Bisschen schade. Aber gut, kein Problem. Dann machen wir zu dem Händler in New York mal eine ganz, ganz fixe Blitzreise. Und ja, den werden wir jetzt mal aufbauen auf Gelände. Wie gesagt, heute reine Shopping-Tour. Ab morgen dann, beziehungsweise im nächsten Part, dann wieder... Ganz normal leveln und dann wieder PvP. Und ich wollte auf jeden Fall auch noch eine Stunden-Fraktionsmission irgendwann mal machen. Auf jeden Fall im Koop, aber da muss ich nochmal gucken, ob wir das irgendwann mal hinbringen. Das ist so die Frage. Ne? So, dann würde ich sagen, Ford F-150 SVT Raptor von 2010. Ohne Probefahrt kaufen, natürlich. Natürlich. So, Serienfahrzeug gekauft. Und jetzt gehen wir natürlich directly zum Tuner hier. Nicht Performance, zum Geländetuner. Ist dann unser, ja wirklich auch erst zweit komplett aufgetuntes Geländefahrzeug. Weil wir haben ja den Ford Focus RS, den Skyline, der ist ja leider nicht komplett, oder was heißt leider, der ist ja nicht komplett aufgetunt. So, da fährt da rein, der liebe Ford Raptor. So. Geländekit wählen auf jeden Fall und wir nehmen dann natürlich direkt Stufe 40, ganz klar und eindeutig, so wie immer eben. So, jawohl, der schaut dann mal hammermäßig aus, aber da kann man auf jeden Fall noch einiges dran machen. So, ein brandneues Auto, jawohl.
Tune deinen Wagen. So, visuell, natürlich. Wir machen erstmal, wir gucken mal, was es hier noch so Sachen gibt. Also die Lichter müssen oben auf dem Dach, die sind ein Muss. Ganz klar, liebe Leute. Es ist schwierig, ne? Oh yeah, Baby. Alter, wie viele Schützen es hier gibt. Krasser Scheiß. Ich bin gerade am Überlegen. Oh, das schaut. Ich muss mir Nummer 13 merken. Das ist, sehe ich nicht so gescheit. Das ist zu weit vorne jetzt. Ja, jetzt, sehr gut. Alter Schwede. Ja, aber ich glaube, die Nummer 13 gefällt mir da wirklich schon am besten. Alter, das sieht dann so wie so ein Polizeitruck aus, gell? So, könnte ich mir das jetzt. Na, jetzt kann ich mir das. Kann ich mir das nicht irgendwie anschauen? Kann ich nicht das Auto drehen? Ja, doch so. Ja, das schaut auf jeden Fall nach was aus. So, hinten natürlich müssen wir auch ein bisschen was machen. Oh yeah. Also der Reifen muss auf jeden Fall sein. Das ist ganz klar und eindeutig. Ich tendiere da schon fast. Was war denn der erste mit dem Reifen? Ja, der schaut geil aus. Den nehmen wir. So, dann hier können wir. Ja, ich würde gerne mal wissen, bei welchem Auto man da was machen kann. Das würde ich gerne mal wissen, liebe Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Die fetten Seitenschweller lassen wir auf jeden Fall. So, Felgen. Nein, nicht Straße. Da müssen wir mal andere nehmen. Rennen. Haben wir nicht irgendwie Offroad? So ist es. Da müssten wir eigentlich. Aber was nehmen wir denn da so Tolles? So toll ist. So schwarze Felgen haben wir halt irgendwie immer, ne? Das ist halt das Problem. Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Ich glaube, die schauen ganz gut aus auf dem Auto. So, die Außenspiegel könnte man jetzt. Oh yeah. Das nehmen wir. Das schaut stylisch aus. So, einen hinteren Flügel. Jawohl, den gibt es natürlich nicht. Carbon-Motorhaube. Nee, haben wir auch schon so oft. Das brauchen wir nicht. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch um die Aufkleber. Oh ja, Tiere wären jetzt hier natürlich geil, gell? So ein Forster-Auto. Ist jetzt halt nur die Frage. Aber die Farbe kann man halt bei denen nicht ändern, ne? Das ist halt so eine Sache. Das ist halt ein bisschen schade, wie ich finde, dass du da einfach nicht die Farben ändern kannst. Weil da gibt es schon echt ein paar geile Sachen. Aber halt dieses Schwarz ist halt dann so trist. Jawohl, im Zebra-Look, oder? Ja, ich glaube, ich nehme hier diesen Löwen. Warten wir den denn? Hier. Den nehme ich. Kaufen. Und dann machen wir noch eine andere Farbe. Haben wir da hinten auch irgendwas? Nee, ne? So. Und dann nehmen wir den auf jeden Fall. So schillernd könnte man ja auch mal was nehmen, ne? Oh yeah, Baby. Aber ich habe so viele orangene Autos schon, das stimmt. Wenn ihr das jetzt sagt. Was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte eigentlich einen Gelbton nehmen. Haben wir nicht hier irgendwo einen Gelbton? So ein cooles Gelb. Jawohl. Das schaut doch mal nicht schlecht aus, oder? Das nehmen wir. So, kaufen. Dann passt das soweit. Das passt jetzt mal vom Aussehen her schon mal richtig gut. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, da würde ich sagen, das ist hier unser Ford Raptor Nummer 1. Dann gehen wir direkt mal in die Sammlung. Und ja, kaufen uns den nächsten. Ihr habt vorgeschlagen den Maserati. Auf jeden Fall ein geiles Teil. Da kann ich euch nur schon mal zustimmen. Hier haben wir den. Ja, den kann man. Ah, nur Performance wieder. Schade. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man ihn noch auf Rennen umbauen, aber leider, leider nicht, ne? Leider, leider nicht, liebe Leute. Müssen wir mal gucken, kann ich mein Fahrzeugwunsch auf Rennen oder auch wieder nur auf Performance? Bin mir jetzt gar nicht mal sicher. So, da steht da auf jeden Fall. Den nehmen wir. Ohne Probefahrt kaufen. Ja, ich spoilere jetzt mal noch nichts, weil ich habe mir gerade überlegt, ob ich was sagen soll, aber nee, das mache ich jetzt mal erstmal nicht.
Komplett verwirrt seid ihr jetzt wahrscheinlich, aber egal. So, wir gucken mal, ob wir diesen schönen Maserati tunen können. Der hat in echt auf jeden Fall einen abartig geilen Sound. Das ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, was der für einen geilen Sound hat. Ich habe den schon mal gehört. Ganz normal in München halt. Also nicht in einem Tunnel oder so. Ich habe gerade überlegt, ob das ein Tunnel war, aber es war kein Tunnel. So, wir geben heute auf jeden Fall mal wieder richtig gut Kohle aus. Eieieiei. So, die ganzen Dinger hier drauf, hätte ich mal gesagt, ne? Jawohl. Müssen wir halt gucken, ob wir an dem jetzt noch was machen können. Ich hoffe, das ist nicht so eingeschränkt wie beim M5, dass du da nur ein bisschen was dran machen kannst. So, ja. Das war mir irgendwie fast klar, ne? Dass man da gar nichts machen kann. Das hat dann Maserati ebenfalls sehr, sehr stark limitiert. So, das sind die offiziellen Felgen. Ja, dann nehmen wir die doch. Hätte ich gesagt, Außenspiegel. Gibt's nichts. Hinterer Flügel gibt's auch nichts. Motorhaube gibt's auch. Alter Schwede, da kann man nichts machen an der Kiste. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Tiere kann man nichts machen. Flaggen kann man nichts machen. Flammen kann man nichts machen. Floral kann man nichts machen. Man kann nichts an Rennen machen. Alter Schwede, was soll das denn bitte? Schäde Teufel kann man nichts machen. Spaß und Surfen kann man nichts machen. Tribal and Gothic kann man nichts machen. Alter Schwede, man kann da wirklich nur ganz normal die Farbe ändern. Na, wunderherrlich, wunderschön. Nehmen wir den mal in diesem offiziellen Maserati-Blau. Ja, würde ich sagen, das machen wir so. Der schaut doch so aus wie Serie, oder? Oder täusche ich mich da? Schaut aus wie Serie, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ja, liebe Leute, da kann man leider nichts dran machen, gell? Kann leider nichts dran rütteln. Trotzdem danke schön für den Fahrzeugvorschlag. So, und wir kommen jetzt zu meinem Favorite noch. Fängt mit A an. Und ja, hier haben wir ihn doch schon stehen. Ne, haben wir nicht. Das sind ja meine Autos. Oh Gott. Das ist ja nur der Zagato. Und der ist hässlich, aber jetzt habe ich schon die Marke verraten. Die Marke habe ich schon verraten. Es wird nämlich ein Aston Martin sein, aber nach Marke sortieren bitte. So. Hier haben wir ihn doch. Aston Martin V8 Vantage S. Jawohl, liebe Leute. Das wird jetzt mein Fahrzeug, was ich jetzt noch dazu tue, zu den zwei Autovorschlägen. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne noch was spammen und wenn euch die Videos irgendwie zu langweilig werden oder so, auch einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde euch nicht dafür köpfen. Ich werde euch da eher dankbar sein für. Das ist überhaupt gar kein Thema. Weil, wie gesagt, was soll ich noch machen außer PvP und Auto-Leveln? Das ist halt die Frage, ne? So, ja, ich habe ja schon bereits angekündigt, wir geben hier jetzt mal richtig viel Geld aus. Da würde ich sagen, natürlich direkt zum Fahrzeugtuner. Jetzt haben wir nur noch eine halbe Mille. Eieieiei. Ich muss wirklich mal... Ja, das Geld farmen irgendwie in letzter Zeit. Ich nehme das jetzt meistens immer so für 3-4 Tage auf halt und dann bin ich auch nicht mehr in The Crew Online. Das ist eben die Sache. So, dann wählen wir natürlich das Performance Kit. Ganz klar und eindeutig. So, das Starter Kit Stufe 40. Da starten wir, glaube ich, immer bei 701, wenn es mich nicht täuscht. Ja, das schaut doch mal schon mal etwas besser aus. Ja, da kann man ein bisschen was machen. So, dann gehen wir natürlich wie immer erstmal zum visuellen Teil. Boah, die Scheinwerfer da in der Mitte, die schauen ja mal nach gar nichts aus. Oh ja, Baby, da gibt's geile Teile auf jeden Fall. Wir werden schon die krasse Rennoptik hier wählen. Was ist genau der Unterschied zwischen den beiden? Die Lichter schauen aber hier geiler aus. So, kann ich das jetzt bitte, sehr gut, von vorne nochmal sehen? Alter Falter. Ja, der muss schon richtig auf Rennen, gell? Also,
Bin nur gerade am Überlegen, ob ich das in der Mitte. Ja, mit Schwarzschott, das geil aus. Oh yeah, Baby. Kotflügel natürlich mal wieder nichts. Also, wenn ihr es wisst, bei welchem Auto man da bei den Kotflügeln was machen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich will das unbedingt wissen. So, Felgen schauen wir gleich. Außenspiegel, jawohl, die schaut geil aus an der Kiste. Hinterer Flügel, die fette Frittentheke. Was ist an dem anderen so anders? Der ist ein bisschen fett, gell? Ein bisschen zu fett. Nehmen wir mal den. Der ist nicht ganz so fett. So, Motorhaube. Wird mal wieder Zeit für Carbon, oder? Ah, jetzt schon. Jawohl, die schaut geil aus. So. Und dann gehen wir... Nein, visuell passt schon. Erstmal auf die Felgen. Würde ich gerne was Offizielles nehmen. Oh, da sind schon geile Teile dabei, ne? Die schauen zum Beispiel mal richtig nice aus. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Nein, schon nochmal im visuellen Ding hier bleiben. Und ja, wir... Ach, da kann man auch wieder... Ah, Flaggen könnte man was machen. Ah, hier kann man leider... Ja, okay, der Rest ist dann wahrscheinlich abgelehnt. Ja, so ist es. Flammen komplett. Floralnatur auch komplett, aber Rennen kann man mal was machen. Hatten wir eigentlich schon mal so eine Lackierung? Ich bin mir gar nicht sicher. Weil der Rest funktioniert hier nicht bei dem Auto. Ich guck mal nochmal weiter. Schädelteufel gar nicht. Spassensurfen auch nicht. Tribrand Gothic nur der eine. Okay. Tiere auch. Okay, da waren wir ja bereits. Okay, dahinter geht ja auch gar nichts mehr. Also wir können wirklich nur die Lackierung hier nehmen. Die schaut schon mit dem Grau dann richtig geil aus eigentlich, ne? Ich glaube, die nehmen wir mal. Auch wenn sie 55.000 kostet. Wurscht. So, da würde ich sagen, liebe Leute. Mit welchem Auto fangen wir denn jetzt an zu leveln? Das wird jetzt die große Frage sein, ne? Fangen wir direkt mit dem Aston Martin an, weil wir den jetzt gerade ausgewählt haben. Ich will jetzt nur noch mal einen ganz kurzen Fahrtest mit dem machen. Ich weiß, es hätte ich bei den anderen auch machen sollen oder ja, machen können, aber ich habe ich halt, bin halt, weil ich halt direkt in der Sammlung dann war, bin ich dann direkt weitergegangen. Alter, der hat den krass überfahren gerade, habt ihr das gesehen? So. Okay. Schauen wir mal, kommt der mit dem Arsch? Überhaupt nicht eigentlich. So, hier mal schön rum. Ja, ein bisschen kommt, aber das ist nicht schlimm. Und Nitro? Ja, geht schon. Also es passt schon. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass der mehr mit dem Arsch kommt. Hoppa. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir fangen wirklich mit dem Aston an, die nächste Folge, zu leveln. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal. Bitte Autovorschläge unten in die Kommentare und dazu auch noch sagen, was man vielleicht noch machen könnte in The Crew, so irgendwas. Vielleicht fällt euch irgendwas ein oder ob es zu langweilig wird. Schreibt es einfach mal rein und dann schauen wir weiter. Ich werde auf jeden Fall jetzt die drei gekauften Karren noch leveln. Und ja, das dann in den nächsten drei Folgen. Also, liebe Leute, bis dann. Haut da rein. Ciao, servus.